So langsam trocknet hier auch alles wieder. Da sitzt die Bände und isst Pizza. So sieht es dann aus. Wir sind noch in Punta Tretu. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wo es letztes Mal aufgehört hat. So stehen wir hier mit unserem Bus an der Mauer und dahinter ist direkt das Wasser. Richtig schön. So langsam trocknet hier auch alles wieder. Gestern oder am Ende vom letzten Vlog, der Tag hat es einfach den ganzen Tag nur geregnet und alles ist irgendwie wieder feucht und nass im Bus und auch der Boden hier ist ein bisschen matschig. Genau, aber ich wollte euch noch kurz den Strand hier zeigen, weil es hier auch so cool ist zum Kiten, auch zum Lernen, weil es so ein Stehrevier ist. Das heißt, man kann überall eigentlich oder fast überall stehen, was natürlich am Anfang super viel Sicherheit gibt, um das zu lernen. Da so hinten standen wir geparkt und hier ist schon direkt das Wasser. Und zwar hatten wir vorgestern Wind von da, das heißt auf der anderen Seite von dieser Landspitze war es auflandig und da konnte man super gut fahren. Da kann man auch bis ewig weit raus stehen. Hier war es dann ablandig und natürlich richtig flaches Wasser und auch alles zum Stehen, also echt richtig schön. Und jetzt geht einfach gar kein Wind, das Wasser ist spiegelglatt und unser Plan ist jetzt auf diese Insel da hinten zu fahren, das ist so eine Halbinsel. Und ja, so schauen wir uns das mal an. Wir haben hier wieder ein richtig schönes Plätzchen gefunden am Wasser. Und es ist Trockentag, ne? Ja, es ist sonnig, warm, Sonne scheint wieder in der Natur. Ja, man sieht, hier hat es auch gut geregnet, Matschrillen, aber es trocknet wieder alles. Auf der Seite Wasser, hier stehen Franzi und Jonas und hier auch wieder Wasser. Alles trocknet, Kites, Trapeze, alles auch mal wieder entsanden, die Kisten, also Großreinetag, super. Thank you.
Buongiorno, neuer Tag. Wir haben hier herrlich geschlafen am Plätzchen an der Südküste irgendwo im Matsch. Ich musste schon echt ein Stück so durch den Matsch fahren, deswegen hat Louis so eine extra Farbe auf sich, Matschfarbe. Aber nee, ist herrlich, es war richtig ruhig. Wir haben es gestern versucht hier auf dem Wasser, war aber nicht so gelungen. Wir stehen so ein bisschen zwischen den Bergen und da war der Wind dann eher richtig unkonstant und es hat weniger Spaß gemacht. Aber dafür ist der Natur und der Ausblick umso schöner. Und jetzt ist der Plan, wir fahren nach Kia. Das liegt so in 15 Minuten von hier und da soll es schöne Strände mal wieder geben und wahrscheinlich gute Bedingungen zum Surfen. Also schauen wir uns das mal an. Da werden noch kurz die Zähne geputzt und dann geht's weiter. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another. Es ist jetzt also doch nicht Kia geworden, wir haben gesagt, wir fahren nach Kia. Da waren wir auch kurz. Richtig schöner Strand. Aber der Wind kam da voll von vorne, also auflandig und Riesenwellen, also da hätte man nichts anfangen können mit den Wellen. Das wäre nicht gegangen zum aufs Wasser gehen. Jetzt stehen wir ein Stückchen weiter von Kia, Porto Agumo oder so. Richtig schön, wir stehen hier direkt am Wasser. Es hat Wind, es hat Wellen, es war vor allem nur Dünung und das ist perfekt zum mit dem Wing in die Welle gehen, mit dem Foil zum Üben. Weil dann ist es nicht schlimm, wenn man fällt, weil die Welle eigentlich mitspült, weil die sich nicht bricht. Und da gehen wir jetzt mal aufs Wasser wingen. Close your eyes, hear the voice within.
knuckles, holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Von einer traumhaften Wing-Session zusammen. Oh, es war herrlich. Es kam immer so eine Welle rein, aber ohne dass es sich gebrochen hat. Das war super, zum mit dem Wing mal oder mit der Foil allgemein in der Welle zu üben. Jetzt bin ich fix und alle. Ja. Du auch? Ich auch. Jetzt haben wir einen Bärenhunger und wir versuchen schon, seit wir auf Sardinien eine Pizza zu essen. Das Problem, die Pizzerien haben hier alle noch zu, weil einfach noch nicht Saison ist. Ja. Und für Kai ist es sehr schlimm. Naja, die Erwartung war hoch und bisher gibt es nur Enttäuschung. Deswegen hoffe ich, wir finden jetzt eine. Ja. Weil ich habe schon nach Sonntag schon extra Lust auf Pizza. Richtig Hunger. Wir haben heute Mittag auch nicht echt gegessen, weil wir einfach aufs Wasser sind und ja, ich finde Pizza gut. Mal schauen, ob es klappt. Aber wir können es kaum glauben, wir haben Pizza gefunden. Oh, Hammer, wir haben die gerade abgeholt. Es gab nämlich keinen Lieferservice, aber es war nicht weit fahren und wir konnten direkt Wasser wieder auffüllen. Da gab es eine Wasserstelle. Oh, und jetzt freuen wir uns auf die Pizzen, die liegen hier auf meinen Beinen. Schöne Wärmflasche. Ihr könnt es nicht riechen, aber das Wasser steht mir in der Mund. Hammer. Riecht schon. Ich habe es noch nicht gesehen. Kai meint, die sehen gut aus, aber ich kann es jetzt nicht echt. Die Pizza sind so groß, wir haben ja large bestellt, dass sie nicht mal normal im Karton passen. Da sitzt die Bande und isst Pizza. Pizza-Bande. Die Wing-Session war echt richtig gut. Nur da dachte sich der Wing danach auch, er kann nicht mehr. Und hat einfach, Kai hat den, das ist der Blaue, hat den an den Strand gelegt. Und dann läuft er gerade weg und macht Puh. Und da ist diese Queer Strut, denken wir, die Strut irgendwie innen geplatzt oder ja, irgendwas? Ja, der ist geplatzt, weil es kam richtig Bubbles aus den Nähten vorne, also es muss irgendwie da vorne sein. Ja. Da sitzt so ein, ich habe hinter schon mal aufgemacht. Hier hinter kann man der Strut offen machen, dann sieht man, da ist so ein Plastik-Strut, die füllt man, wenn man der Kite oder der Wing aufpumpt, mit Luft. Und der ist halt geplatzt innen. Den kontrollieren wir jetzt. Ja. Zeigen euch, wie es geht. Wir haben es noch nie gemacht. Wir hoffen, es klappt überhaupt. Wir haben uns gerade schon mal ein Video angeguckt. Wir haben die Schnuren angebunden. Und die gehen hier so die Tubes raus. Damit, wenn wir gleich am Ende von der Tube ziehen, das mache ich jetzt, die Seile mitkommen und wir dann später auch mit dem Seilen wieder der Tube einführen können. So, jetzt ist hier die komplette Blätter rausgekommen. Man sieht, am Ende haben wir die zwei Stücken, die an die Ventile sind. Und jetzt suchen wir mal das Loch, um es zu kleben.
das Loch gefunden. Es ist ein ordentlicher Riss. Also ist gut, dass wir viel Tape dabei haben, um den zu kleben. Wir haben jetzt mal hier den Tisch drinnen benutzt, um der Tube irgendwie so festzukleben, Außenseiten. Weil das sind so doppelte Schichten. Und wir müssen die innere Schicht kleben. Ich bin echt gespannt, ob das klappt, ob das nicht echt so großes Riss ist. Hat sich irgendwie auch so ausgedehnt. Also ist nicht nur so eine kleine Stelle, ist schon echt groß. Jetzt versuchen wir mal, Kate macht sauber. Und dann, ja, genau, versuchen wir unser Glück. So sieht es dann aus. Okay, mit der Tür, es ist echt verbeult und es waren riesen Löcher hier droben, oben. Wir haben erst die Innenseite ganz klein, dann ganz grob drüber geklebt und die Außenseite einfach, damit er auch noch hält. Es hört sich dicht an, es sieht aber echt stabil aus. Ja, sieht stabil aus. Aber ich glaube, vielleicht lohnt sich mal einfach einen Ersatzschlauch zu bestellen. Weil hier ist auch schon so eine Beule. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir es reingebaut kriegen und ob es hält dann. Ja. Jo. Sehr gut. Auf einmal ein ganz neuer Tag und Kate liegt im Bett. Ja. Wir sind gestern voll vergessen, das Ende zu drehen von der Wing Repair. Wir wollten einfach fertig werden. Das hat zu lang gedauert, weil der Riss so groß war. Ja, ist aber so, dass es genau andersrum funktioniert, wieder reinzukriegen. Also, ja, das ging gut eigentlich. Ja, wieder anknüpfen an die Leinen und dann reinfädeln. Und ich kann schon empfehlen, macht das zu zweit. Ja, allein wäre das nicht gegangen bei uns, glaube ich. Nee, weil dann kann einer langsam ziehen und der andere der Wing reinfädeln. Ja. Das ist gute Nachricht auch, bisher zumindest. Wir haben es mal gut auf Druck gepumpt und es hält die Luft. Aber es war nicht lang aufgepumpt, also wir waren da nicht auf dem Wasser damit. Nee, deswegen, wir können da noch berichten, aber ich glaube, oder ich habe die Hoffnung, es hält. Ja, und ich auch. Hab die Hoffnung auch. Okay, sehr gut. Auf jeden Fall war es wieder eine ereignisvolle Woche mit viel Surfen. Ja, sehr viel Wasserzeit. Ja, sehr viel Wasserzeit. Alle Wassersportarten betrieben, die wir schon dabei haben. Mhm. Hat mir richtig gut gefallen. Kate setzt sich gleich hin, nimmt den Laptop im Schoß und schneidet dann dieses Video fertig. Ja, dass das auch wieder rechtzeitig online kommen kann. Ja, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren dazu schreiben, wie ihr es fand oder wenn ihr Kommentare habt. Wir hören gerne von euch. Das freut uns immer. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Also lasst auch den Like da und vielleicht ein Abonnement, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ja. Macht's gut. Bis dann. Doei, doei.